der Drive, der längste Schlag im Golf und der Ball hat nach der Landung den meisten Roll. Für den Drive verwenden wir den Driver. Wir haben einen sehr langen Schaft, einen sehr voluminösen Kopf und eine Schlagfläche, die je nach Spielstärke 9 bis 12 Grad Loft aufweist. Aufgrund des langen Schaftes haben wir eine maximale Schlägerkopfgeschwindigkeit. Beim Drive ist Folgendes zu beachten. Wir benötigen einen flachen Eintreffwinkel und einen Schwungmann von innen nach außen. Dies bekommen wir hin, wenn wir unsere Ballposition deutlich weiter nach links legen, und zwar gegenüber der linken Ferse, und unser Brustbein mehr auf die rechte Seite verlagern. Somit können wir mit einer maximalen Körperrotation den Schläger mehr von innen nach außen und in einem flachen Eintreffwinkel an den Ball bringen. Natürlich kommt dazu, dass wir den Körper maximal drehen müssen, um diese Länge zu erzeugen. Dafür müssen wir uns etwas breiter hinstellen, um viel mehr Kontrolle über den Ball zu bekommen. Und natürlich über unseren Körper.